Die erste Stage des Viviverse wird wahrscheinlich sehr viel besser, als wir bis jetzt überhaupt denken. Außerdem hat Apple neue AGBs released, und zwar zu den NFTs. Wir werden auf jeden Fall klären, hat das jetzt irgendeinen Einfluss für unsere Vivi-NFTs? Und wir schauen uns auf jeden Fall die Drop-Details zum First Appearance Boxkampf auf Vivi an. Das und vieles mehr jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin's, dein Captain, dein Vivi-OG für die Vivi-News, die du wissen musst. Und ich würde sagen, wir schnacken heute gar nicht lange rum, denn wir haben auf jeden Fall einige wichtige und spannende Themen mit dabei. Deswegen bleib auf jeden Fall unbedingt bis zum Ende des Videos mit dabei. Jetzt würde ich sagen, let's go. Und starten tun wir als allererstes mit einer ganz kurzen Ankündigung für dich da draußen, denn am Freitag um 20 Uhr deutscher Zeit werde ich in eine dritte Runde gehen, und zwar mit zwei Jungs, und zwar zwei Comic-Experten, einem guten Chris Vibereis und dem Enrico, und dort werden wir natürlich das Thema Comics haben. Das heißt, wenn du auf jeden Fall Bock hast, am Freitag mehr über Comics zu erfahren, dann komm auf jeden Fall sehr gerne im Stream vorbei. Ich denke mal so anderthalb bis zwei Stunden wird das Ganze gehen, und ich freue mich auf jeden Fall auf dich. Ron the Killer bringt uns die First Appearance des Boxkampfes auf Vivi, und zwar sehen wir hier nämlich das Ganze um 21 Uhr deutscher Zeit am Mittwoch. Und ja, wie ihr schon gerade gehört habt, First Appearance Boxkampf, und das hat einen ganz bestimmten Grund, denn ihr seht zwar hier, die ganze Collectibles ist statisch, aber das Ganze ist tatsächlich animiert, und muss ich sagen, finde ich super, super cool, wie das Ganze hier gemacht ist, und dementsprechend hier auch die First Appearance Boxkampf auf Vivi. Das Ganze, wie ihr schon seht, ist animiert, ist eine Ultra Rare und hat einen Listenpreis von 50 Gems und wird eine Edition-Auflage von 666 Stück haben. Meine persönliche Meinung zu diesem Drop ist, dass dieser Drop eventuell sich bei 50 Gems halten könnte, aber auch unter Droppreis gehen könnte. Aber aufgrund dieser wirklich sehr coolen Animation könnte es auch sein, dass er halt über Droppreis bleibt. Ich werde dazu aber nochmal eine Analyse raushauen. Das Ganze findet ihr dann entweder auf Twitter oder auf Instagram. Wenn ihr mir dann noch nicht folgt, schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr unter meinem Willow-Link alle wichtigen Links, wie auch zu Instagram und auch Twitter, und dann erfahrt ihr dort auf jeden Fall die Analyse. Ja, und sind die Bots zurück? Sind die Bots zurück, ist eine sehr gute Frage, und es war tatsächlich gestern bei dem Job mehr als offensichtlich. Wir hatten ziemlich viele Accounts, die privat waren und tatsächlich auch kein Profilbild waren, außerdem verdächtige Namen hatten und die auch direkt geflippt haben. Das ist natürlich ein sehr negatives Zeichen und ist natürlich auch gerade für Vivi kein gutes Bild. Vivi selbst hat ja eine Security-Firma, die sich eigentlich um dieses Problem kümmern muss und eigentlich auch sollte. Bis jetzt haben wir aber dadurch irgendwie ziemlich wenig gesehen. Es wird zwar immer gesagt, es werden einige User immer rausgezogen, aber im Großen und Ganzen hat man das Gefühl, es passiert nicht wirklich viel. Jetzt muss man natürlich sagen, okay, hey, Vivi, was ist da los? Im Endeffekt können wir aber als User nicht viel mehr machen, als von Bots nicht zu kaufen. Und im Großen und Ganzen muss Vivi tatsächlich selber zusehen, dass sie das ganze Problem in den Griff bekommt. Denn ansonsten gehen wir wieder diesen Weg, dass viele Leute aus der App gehen, die eigentlich Sammler wären und eigentlich auch in der App bleiben würden, aber durch die Bots einfach alles kaputt gemacht wird. Und ich denke, das ist Vivi auch selbst bewusst, dass sie hier auf jeden Fall handeln müssen, und ich gehe stark davon aus, dass wir hier auf jeden Fall einem Release von einer Whitelist auf jeden Fall nicht weit entfernt sind. Denn ansonsten würden sich ja viele Drops einfach an die Bots geben, die Community verärgern und sich selber auch nicht wirklich was Gutes tun. Vivi könnte natürlich wie andere Firmen auch mehr in Security investieren und kurzfristig irgendwelche Dinge einführen, worauf die Bots dann nicht eingestellt sind. Aber nichtsdestotrotz kostet das wahrscheinlich enorm viel Geld. Es ist nochmal sehr viel mehr Aufwand. Und im Endeffekt ist wahrscheinlich tatsächlich auch die Security-Firma dort verantwortlich und nicht tatsächlich Vivi direkt. Das wissen wir jetzt tatsächlich leider nicht, wie dort die Verhältnisse sind, wer welche Aufgaben hat. Da können wir einfach bis jetzt nur mutmaßen. Aber ich denke, was logisch ist, dass wenn Vivi so weitermachen möchte wie bisher und wirklich auch eine App für Sammler bleiben möchte, dann müssen sie dagegen etwas tun, und ich denke mal, das werden sie auch. Denn ansonsten schaden sie sich für die Zukunft einfach nur selber. Wenn dir übrigens bis zu diesem Punkt hier gerade mein Video gefallen hat, dann gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like, denn so unterstützt du mich auf jeden Fall enorm und pusht das Video auf jeden Fall an noch mehr Leute, die das sehen sollten.
Und nun kommen wir zu einem Part, der wahrscheinlich den einen oder anderen ein bisschen verunsichert hat. Und zwar hat nämlich Apple neue AGBs rausgebracht und das zum Thema NFTs. Dass man NFTs jetzt offiziell auch bald in der App bzw. im App Store downloaden kann bzw. dort auch rausgebracht werden dürfen, das wissen wir schon seit ein paar Wochen. Aber jetzt wurde das Ganze auch nochmal offiziell geändert. Und das Einzige, was man hier tatsächlich sagen kann, was in irgendeiner Weise uns betreffen würde, wäre tatsächlich der Part, wo geschrieben wird, dass man keine externen Links hinzufügen darf und ausschließlich In-App-Purchases gemacht werden dürfen und in keiner Weise irgendwelche anderen Käufe getätigt werden dürfen, beziehungsweise der Kunde zu irgendwelchen anderen Kaufmechanismen hingezogen wird. Und da wird wahrscheinlich der Fokus auf zum Beispiel Omi2NFT oder Crypto2NFT sein, dass man zum Beispiel hier in diesem Fall, oder auch Crypto2Gems, dass man dort einfach sagt von Apples Seite, nein, das möchten wir nicht, und dass das dementsprechend tatsächlich auch ein Feature sein wird, was ausschließlich in der Web-App verfügbar sein wird, genau aus diesem Grund. Aber da haben wir auch wieder diesen Vorteil, wir haben die Web-App, und dort können trotzdem alle Dinge released werden, die Vivi machen möchte, denn es ist ihre eigene Webseite, da kann Apple ihnen nichts anhaben. Aber in der App werden wir wahrscheinlich sehr, sehr viele Features nicht sehen, genau aus solchen Gründen. Aber das hält Vivi im Grunde nicht davon ab, hier auf jeden Fall weiterzumachen. Es wird wahrscheinlich irgendwann so sein, dass die Web-App im Großen und Ganzen alle Features bieten wird und die Mobile-App wird ausschließlich wirklich zum Augmented Reality da sein und dort wirklich ja, die grundlegenden Dinge halt machen zu können. Aber sowas wie zum Beispiel mit Omi2NFT und so weiter, das wird wahrscheinlich alles nur in der Web-App stattfinden, genau aus diesen Gründen, um sich einfach rechtlich abzusichern. Ich hatte in meinen beiden letzten Videos über dieses Thema schon gesprochen. Und zwar geht es nämlich um das Viviverse. Das Viviverse steht kurz vor der Tür. In wenigen Wochen werden wir die erste Version sehen. Und es gibt hier auch schon den einen oder anderen Leak. Beziehungsweise haben wir zum Beispiel schon ein Detail gesehen, dass wir zum Beispiel zwei Perspektive haben werden. Einmal die First Person, einmal die Third Person Variante. Und dann haben wir natürlich hier auch noch einen Tweet von David Yu gesehen. Und er schreibt hier, Real Fams go for real Metaverse. Und wir sehen hier ganz klar, dass Vivi von der Erde abhebt und das zum Mond schießen wird. Und jetzt lässt sich, denke ich mal, hier wenig spekulieren, was das bedeuten soll. Das wird natürlich bedeuten, dass wir hier endlich abheben und mit Vivi und mit dem Metaverse auch wirklich eine sehr, sehr gute Variante bekommen werden. Und ich denke, dass es tatsächlich auch viel überraschen wird. Außerdem habe ich schon gelesen, dass der Dr. Prophet auch tatsächlich schon einen kurzen Einblick hatte und sehr überrascht war. Das kann nur sehr, sehr positiv sein. In dem Sinne würde ich tatsächlich sagen, schaut euch auf jeden Fall hier nochmal meine beiden letzten Videos an zu dem Thema, denn dann erfahrt ihr auf jeden Fall noch mehr, was das ganze Thema Viviverse und so weiter angeht. Und ansonsten können wir einfach nur abwarten, bis es dann endlich soweit ist in Anaheim. Und ich werde das Ganze, wenn es möglich ist, auch live streamen, dann werdet ihr auch direkt meine Live-Reaction dort sehen. Und das war es jetzt an dieser Stelle auch mit diesem ganzen Video. Wenn dir das ganze Video gefallen hat, dann gib diesem ganzen Video doch sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir da draußen fürs Zusehen. Und ich wünsche dir da draußen auf jeden Fall noch einen wunderschönen Mittag oder Abend. Mach es gut. Bis dann, der Captain. Ciao, ciao.